Wo sind wir? Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay. Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief, wirklich. Mir geht es gut. Cortana. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. KIs degenerieren nach 7, Chief. Halsey. Chief. Wir müssen Halsey finden. Chief, bitte. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Wir müssen los! Scheint nicht so, als sei es der Allianz besser ergangen. Wie viele Schiffe haben es durch die Decke geschafft? So einige. Warum? Wir müssen immer noch nach Hause. Requiem heißt dieses Level hier. Und Audio, warte mal kurz. Ich glaube, ich mache mal die Spiellautstärke zumindest auf 80 runter. Schauen wir mal, ob das hilft. So. Tadat. Oh Mann, eine oder mehrere Reaktionen sind mit keiner Taste verknüpft. Leute, das interessiert mich nicht. Das hättet ihr machen sollen. Ja, dann verwerfen wir halt die Änderung. Dann muss ich es halt, Moment, muss ich es halt hier etwas leiser machen. Gehe hier auf minus 8 oder minus 7, dann passt es schon. So, fortfahren. Herzlich willkommen zurück hier zur Master Chief Collection. Wir spielen Halo 4, wir sind gerade auf Requiem gelandet und Cortana, tja, es hat sich abgezeichnet, sie hat es gerade bestätigt, sie ist am Durchdrehen oder am Sterben, was auch immer. Jetzt gehen wir weiter und schauen wir mal, was hier so gibt. Ich meine, ich weiß es ja schon, ich habe es ja schon mal gespielt, aber ob ihr es wisst, ich weiß es nicht. Aber es ist egal, wir spielen es einfach, weil es so schön ist, weil es ein Remake ist. Ich bin euer Kellervater, schön, dass ich wieder da bin. Los geht's. Die Schildwelt. Die Schildwelt ist das. Ja, eigentlich haben wir noch ein bisschen Munition, würde ich sagen. Die klingen original wie die bösen Teddys aus Conker's Bad Fur Day. Oh, die Land. Böse Nazi-Teddys. Wohlgemerkt. Chief, Munition sparen. Sie sollten sparsam sein, bis wir Nachschub finden. Bei all diesen Trümmern finden Sie hier bestimmt was, womit Sie der Allianz Schmerzen zufügen können. Um mehr geht's auch nicht. Einfach nur anderen Leuten Schmerzen zufügen. Was? Ich empfange eine schwache Übertragung im Hochfrequenzbereich. Allianz? Glaube ich nicht. Ist ein anderes Muster. Versuche, die Position anzupeilen. Ja, ja. Was da jetzt auf uns zukommt, das wissen wir bereits. Wow, das ist so schön. Und der Soundtrack auch wieder perfekt abgestimmt. Oh, oh. Oh, schade. Schade. Warthog fahren wäre jetzt super. Warthogs? Sogar noch in einem Stück? Was? Ihre Glückssträhne ist Verlass. Da auch noch einer. Der ist sogar mehr als intakt. Oh, Kampfgewehr. Baby-Kampfgewehr. Kampfgewehr und Pistole. Das ist mein Ding. That's how I roll. Wegen meines Leidens. Ich hätte es ja nie erwähnt, weil es mir ziemlich weit hergeholt scheint, aber da Sie es angesprochen haben, möglicherweise könnte unsere Heimkehr wirklich eine Lösung für meinen Wahnsinn sein. Sie sagt... Soviel ich weiß, bin ich die einzige KI, die je aus lebendem Gewebe erschaffen wurde.
Dr. Halseys Klon, um genau zu sein. Vielleicht lässt sich mein neuronales Netzwerk unter gleichen Bedingungen neu kompilieren. Das bedeutet, dass wir Halsey finden müssen. So verstehe ich's auch. Ja, der vierte Teil war einer der stärksten bezüglich Story. Chief, da ist wieder dieses seltsame Signal. Diesmal noch deutlicher. Was hat das eine Bedeutung? Ich bin vor allem ziemlich neugierig. Es verhält sich merkwürdig. Oh oh. Wir haben keinen Bordschützen aktuell. Feinde! Ja, ich merk's. Der ist genau ins Schild reingerannt. Also, ich würde sagen, ich bin sparsam mit meinem Zeug. Yep. Was hatte der? Was hatte der? Der hatte nur einen Karabiner. Die Karabiner interessieren mich ehrlich gesagt weniger. Hoppla! Ah! Ah! Hört ihr das? Das sind die bösen Teddys. Oh, Aircraft! Ja, ich weiß, was der Aircraft ist. Warte, warte, warte. Jawohl. Ich hab gar nicht gewusst, dass die Grunts sich so anhören. Ich dachte mir immer, das sind die Schakale. Whoa, whoa. Das geht ja gar nicht, Leute. Ihr könnt mich doch nicht bescharfschützen hier. Obwohl das nur Karabiner ist, glaube ich. Die originale Halo-Musik. Ja, so geht es. Würde ich jetzt mal sagen. Aber wisst ihr was? Ich glaube... Chief, von dem Bauwerk hinter der Erhöhung haben sich gerade ein paar Patrouillen gemeldet. Möglicherweise planen die was. Raus? So. Nein! Lass mir meine Waffe! Mann. Ich will, dass du mir meine Waffe lässt. So, und jetzt will ich das hier. So, jetzt bin ich wieder glücklich. Kann ich springen? Ja. Er ist ewig lang in der Luft und sinkt dann immer ab. Irgendwas passt da mit der Gravitation dieses Planeten nicht, gefühlt. Wenn wir eines der Allianzschiffe kapern wollen, müssen wir erst herausfinden, wo sie landen werden. Ich schätze mal, du hast dafür keinen Plan. Wir könnten sie einfach nett fragen. Fragen ist nicht gerade meine Stärke. Das ist richtig. Fragen ist nicht deine Stärke. Ich überlege nämlich gerade, wie ich das angehe. Ich werde mal hier auf 60 gehen. Und dafür gehe ich hier wieder rauf auf, was weiß ich, minus 3. Dann schauen wir uns das an. Ich muss noch ein bisschen experimentieren hier. Ich habe ein neues Soundsetup. Deshalb. Damit es einfach auch für mich gut klingt.
Ah, wisst ihr was? Das ist jetzt auch nicht cool. Ich mache diesen hier. Oder mach diesen hier. Machen wir es auf 70 rauf. So, 70 und da minus 2,4. Es tut mir leid, das muss ich jetzt leider mal zwischendurch wieder machen. So, hoppala. Ah, nein! Nein! Was tue ich? Das schaut schon weit besser aus. Abwarten. Perfekt, aus dem Hinterhalt. Okay. Ja. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Nein, das war er nicht. Sehr gut. Plasma-Gewehr oder das Plasma-Maschinenpistole, keine Ahnung, wie man das sagt. Plasma-Geschütz, nennen wir es so. Schau, das ist von uns. Sind von uns Ressourcen zufälligerweise runtergefallen. Perfekt. Aber wie gesagt, das Plasma-Geschütz, das spart uns unsere eigene Munition recht gut. Und das war's. Dankeschön. Die Magnum, okay. 13 Schuss, 108 Schuss. Gut. Holen wir uns mal wieder ein Maschinengewehr. Die sind ja nicht so verkehrt. Granate. Achtung. Banane! Wow! Glück gehabt. Würde ich mal sagen. Holy shit. Requiem. So. Wow, Freunde, hallo. Immer nachladen. Laden. Das Leben ist ein einziges Laden. Außer du hast eine M2-Festplatte wie ich. Dass du eine M2-Festplatte hast, dann spielt Laden keine Rolle mehr. Was sieht man da eigentlich? Das sind alle über uns. Gehe ich mal das davon aus. Schaut schon sehr blutfetterig aus hier. Wow! Es war nicht ideal, würde ich jetzt behaupten. Oh, der ist unsichtbar, der Sack. Was ist das? Das ist kein normales Kampfgewehr, oder? Der Elite hat sein Tarnmodul verloren. Schauen wir mal. Ich werde vom Anzug ein Software-Update draufspielen. Könnte nützlich sein. Ein Software-Update? Das ist so geil. Ich glaub's nicht. Ach ja. Wenn du deine Programmiererin immer bei dir hast, das ist schön, oder? So. Da ist dieses Phantomsignal wieder. Jetzt habe ich es auch gehört. Oh! Wächter. Hab mich schon gefragt, wann die auftauchen. Du bist lustig. Aber die sind ja eh sowieso auf unserer Seite. Oder? Die Allianz ist immer extrem schnell den Vorposten aufbauen. Das muss man ihnen ja lassen.
Soundtrack. Der Soundtrack da, ist. Da hinten schief. Einfach eine Konsole. Zu legendär. Aktiviert. Da passiert jetzt irgendwas. Hätte das gedacht. So. Ein Kartograf für ein eingegrenztes Gebiet. Okay. Im Dienst der Blutsväter Schildwelt Requiem. Requiem. Zumindest wissen wir, wo wir sind. Mal sehen, ob wir damit rausfinden, was die Allianz hier will. Oha. Was ist? Keine Ahnung. Hat sich aufgehängt. Ich ermittle Energieschwankungen an verschiedenen Stellen. Ich zeige sie Ihnen. Okay, ah, okay. Vielleicht finden wir ja einen Weg, den Kartografen wieder zu aktivieren. Wahrscheinlich, aber jetzt kommen hoffentlich auch Gegner in der Zwischenzeit. Man hofft halt. Man weiß es nicht. Hey Wächterlein, die hoffentlich auf unserer Seite sind. Lichtbrücken, das ist einfach zu genial, das Konzept. Was ist hier los? Keine Angst. Das ist nichts weiter als ein ferroelektrisches Datenfeld. Ihre Schilde reagieren lediglich auf die Aufladung des Raums. Wird dadurch der Kartograf reaktiviert? Teilweise. Diese Art Datenverarbeitungssystem arbeitet im Normalfall nur im Verbund. Wir müssen das Gegenstück finden. So ist es. Leider habe ich... Warte mal, ich hätte schon eine Tarnung, nur wie aktiviere ich die Tarnung? Was ist... Warte mal, X? X was? Okay. Die Allianz, sie sind irgendwie reingekommen. Oh oh, ich glaube, ich bin gleich weg. Also meine Tarnung ist gleich weg, glaube ich. Abwarten, abwarten, lass uns aufladen. Wir machen jetzt auf Stealth-Action, bevor wir dann in die richtige Action gehen. Denn wenn nach dem zweiten noch mehr Allianz kommen, heißt das mehr Angriffsfläche, heißt das, Granaten sind auch wirkungsvoller in dem Fall. So, da überlege ich gerade, wie ich dorthin komme. Wahrscheinlich eh hier. Hey, das gilt nicht. Das ist gemein. Okay, machen wir halt diesen hier. Okay, sollte reichen, passt. Passt. Abwarten, okay. Genug abgewartet. Jetzt schauen wir mal. Oh, hi. Hat ausgereicht mit einem Magazin, das ist gut. Wow! Ein Selbstmörder-Grunt. Teuflisch. Die Grunts untreue Brut ist es. Wenn man sich an Halo 2 erinnert. So, wir aktivieren. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Kampf und jetzt wird mir aber die Munition ausgehen dazwischen. Ist das dasselbe Signal? Ja. Mayday, Mayday, Mayday. UNSC KI Cortana an Infinity, antworten Sie. Keine Antwort, aber der Signalstärke nach zu urteilen, musste Infinity in der Nähe sein. Der Kartograf sollte bereit sein. Wir können damit vielleicht die Position des Schiffes bestimmen. Oh Gott, das sind Gegner. Okay, Achtung. Den Arm kriege ich noch. Den auch noch. Nein. Gerade so nicht. Was? Wieso sind das so viele? Und ich komme nicht zurück. So komme ich plötzlich nicht mehr zurück, du Sauhund.
Okay, ich brauche jetzt dann langsam eine andere Waffe. Merke ich gerade. Okay, warte, warte. Wo ist mein... Genau. Darf ich nur nicht zu schnell bewegen mit dem Ding. Gefällt mir besser. Allianz-Karabiner war noch nie schlecht. Das war schon immer eine gute Waffe, schon von Halo 1 weg. Nein, 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 nein. So geht das nicht. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Oh, von der Seite. Ihr wollt mich flankieren, also, okay. Ich verstehe schon. Das Gute ist, wir spielen ganz auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, nicht auf heldenhaft, ganz normal wie immer. Einfach um den Spielflow zu gewährleisten und um das Let's Play auch schauenswert zu machen, würde ich mal sagen. Hey! Du hast ein Allianz-Scharfschützengewehr, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Na, hat er nicht. Er hatte tatsächlich nur einen Karabiner. Dann war das wohl Pech. So, hi! Ugs. Perfekt. Das war's. Und jetzt schnell zum Kartografen. Yes, ma'am. Wird passieren. Cool, haben wir tatsächlich alles ausgeschalten hier. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und diesmal gibt's ihn schon früher. Den Cut.